Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Neuübersetzung Version 2.01. Und mit dabei ist wieder der Kill Bill. Grüß dich. Und dabei ist auch die Mary wieder. Hallo. Hallo. Schlafpollen, juhu, die sind auch dabei. Genau. Jetzt sind wir hinabgegangen in diesen Gang. Ja, wo wir nicht wissen, wo wir landen. Ja, und wir werden sehen. Oh, Schwerter gezückt. Schwerter nicht mehr gezückt, toll. Man kann auf jeden Fall zu einem Speicherpunkt kommen. Eine Safe Station, sehr gut. Eine Safe Station mit HP und MP-Auffrischung. Hammer, nice. Das ist immer gut. Jetzt wo? Pogo Puschelwald. War da nicht vor uns auseinandergeschrieben? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, der war zusammengeschrieben. Ja. Wir werden das überprüfen. Ja, das werden wir machen. Spiel gespeichert. Da kannst du rufen. Nee, das ist die Stelle, wo ich dann da hochkomme, wo wir vorhin dachten, was ist denn da? Ach so. Ich glaube, das ist die Stelle. Ja, das kann sein, stimmt. Ah, ich merke gerade, der Weg ist jetzt zum Leveln gut, aber wir müssen den Weg nachher sowieso nochmal laufen. Wir wollen, aber wir machen ja immer die Wege zuerst falsch herum. Ja, generell. Um zu gucken, ob vielleicht Bugs versteckt sind. Das Heilkräuter. Die Statuen, ja. Hat die Aufsicht? Das ist irgendwie, wie hießen die komischen Viecher? Ja, diese kleinen Mini-Dinger da, ne? Ja, so ein Gremlin irgendwie. Ja. Das sind irgendwie Götter von denen oder so. Aber so richtige Story-Relevanz sind leider nicht. Nur einmal, wo du dann in das Dorf reinkommst bei denen. Okay. Aber irgendwie, ich habe da auch damals immer gedacht, dass du die vielleicht alle finden musst oder irgendwas. Da guck. Ja, das ist der Sternenschauer, oder? Niemand will mir glauben, aber ich bin mir sicher, es gesehen zu haben. Ein seltsames Licht flog über dem See. Vielleicht sehen wir es heute Nacht noch einmal. Okay. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden uns überraschen lassen, Sohn. Das war jetzt hier der Weg, den wir jetzt gemacht haben. Juhu. Da müssen wir gleich nochmal hin. Bei Nacht. Obwohl es ist ja eigentlich Nacht. Ich wollte es gerade sagen. Aber ich weiß ja, was das Ding triggert. Da kann ich mir noch gut erinnern. Naja. Weil diese Szene hat mich nämlich auch ein bisschen weggeflasht, muss ich dann sagen. Ja? Beziehungsweise die Szene mit der anschließenden Szene. Okay. Küste verpaust. Ja. Egal, ich frisch meine HP und die MP wieder auf. Pick hat sowas nicht nötig, er läuft einfach weiter. So, und jetzt können wir nämlich das Ding hier mitnehmen. Boing. Boing, boing. Da hat er die Abkürzung. Oder nicht. Warte mal. Und das ist die Stadt, wo wir dann hinwollen. Ah ja, aber gute Übersicht. Das ist vielleicht eine Übersicht. Das ist gut möglich. Kann sein, ja, ne? Und jetzt landen wir bestimmt auf dem Kopf. Oh ja. Kann ganz schön hoch fliegen und wieder aufkommen, irgendwie so. Aber diesmal bleiben sie direkt liegen. Nee, man muss dann selber wieder aufstehen. Ja. Das war bei Secret of Mana nicht. Nee, die sind kurz, haben so einen agilen Jump gemacht, so einen Rückgratsprung oder was das war. Genau. Und dann waren sie wieder oben. Boah, nicht einschlafen, Mann. Ja, das wäre fast passiert. So. Den gibt's es Saures. Da war noch irgendwo ein Gegner, den wir nicht entdeckt haben, ne? Du gibst den Saures und die geben dir dafür Süßes. Oh ja, Bonbons. Genau. Ah, die machen mich ja voll fertig, ey. Ja, du bist gut. Haha, Triple Kill. Und? Ja, super. Ja, Level Up und cool. Kannst alles auswählen. Du bist Dieb. Also, lass dir was einfallen. Dieb braucht wahrscheinlich... Warte Ausweichen. Mal. Ausweichen braucht er doch immer. Agilität. Ja, aber die Stärke ist ein bisschen mau hier bei dem Kollegen. Ist doch scheißegal, wenn du agil bist, dann weichst du jeden Move aus. Ja, aber wenn ich den Gegner, je eher ich den Gegner kaputt haue, desto weniger muss ich ausweichen. Naja, aber na, musst du es, ist dein Kampf. Das ist immer wieder das Blöde, ne? Ja. Ich nehme einfach mal einen auf Stärke. Ich mache Stärke, Agilität, Vitalität, mache ich, also die drei versuche ich so vielleicht halbwegs gleichmäßig zu machen. Ja, das Problem ist, irgendwann geht es nicht mehr, weil das ist dann ausgegraut. Ja, richtig. Oh nein. Oh. Doch, jetzt kriegst du Porno. Ja, okay. Bonbon erhalten. Siehst du? Ich hab doch gesagt, du gibst den Saures, die geben dir Süßes. Ja, sehr gut. Genau. So, dann gehen wir jetzt mal nach unten. Ja. Zur City. Oh, was haben wir denn hier? Höhle der Wasserfälle nach rechts. Heilige Stadt Wendel auch nach rechts und die Küstenstadt Astoria nach unten. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal nach rechts. Ja, um diesen Vorher-Text zu lesen. Achtung. Magiebarriere on. Magisch versiegelt. Oh, das ist ja blöd. Gott.
Gut, dann haben wir das mal getestet. Hätte auch dort stehen können, irgendwas mit Englisch, ja? Ja, oder... Japanisch am Ende noch. Magisch verschnörkelt. Ja, magische verschnörkelte Schrift. Und Rentner, Küstenstadt Astoria. Willkommen in Astoria. Geh doch mal hoch, da müsste doch die Pusche Pogo Pusche weit kommen, oder? Ja. Jetzt will ich mal gucken, ob es angeschrieben wird. Ja, okay. Ja, passt. Ja, ja. Sehr nice. Gut, die Küstenstadt hat man jetzt. Das ist eine Frau oder ein Mädchen. Ja. Die heilige Stadt Wendel liegt auf der anderen Seite des Sees. Es gibt eine Höhle im Osten, die unter dem See hindurchführt, aber sie ist derzeit versiegelt. Tja. Hm. Tja. Aber weißt du, dass sie versiegelt ist? Tja. Jetzt bist du ein Mädchen. Wenn das ein Kind sein soll, frage ich mich, warum ist sie mitten in der Nacht wach? Ja, stimmt. Und eine mir gute fällt Frage. Jetzt gerade diese Tür auf, warum haben die da Herzchen an der Tür, so wie es eigentlich typisch bei Toiletten ist? Vielleicht ist das das große Toilettenhaus. Oh. Da. Oh. Toilette. Ja, das sind die Waschkrüge. Und du bist gerade mitten durch gelaufen. Juhu, das wollte ich schon immer mal. Ja, schon immer durch die. Sehr willkommen, kaufen, hat er irgendwas Cooles? Nee, der hat... Kauf mal so Lebenswasser, das kann man vielleicht später nochmal gebrauchen. Am wenigsten eins. Oder nee, warte mal, nee, du hast recht, weil wir brauchen mal ein bisschen Rüstung vielleicht. Rick-Dick. Ride, Baby, ride. So, was ist das hier? Oh. Yad wurde von Beastmännern eingenommen. Was, wenn sie auch hierher kommen? Beastmänner. Das ist eine berechtigte Frage, ne? Das wäre blöd. Oh, da war ein Hund. Ja, wer macht die Tiere? Nee, egal. Ach, mach mir das Tier und hör weiter. Was ist das? Das ist ein Tier. Wer macht die Tiere? Ja, okay. Kann ich ja machen, ne? Ja, wir die Tiere. Du kommst also als aus, ich bin alt und sind nie... Ja, wir lesen ruhig weiter. Nochmal von vorne, bitte. Ja. Du kommst also aus Navarre. Ich habe viele schlimme Gerüchte über diesen Ort gehört. Früher haben sie nur die Reichen bestohlen, aber mittlerweile ist ihnen fast alles zuzutrauen. Außerdem sollen sie ihre Armee aufgestockt haben und noch mehr Raubzüge ausüben. Was haben die vor? Die wollen ein Königreich aufbauen. Also ich würde sagen, Mary macht dann die alten Damen. In Zukunft? Ja. Ja, weil der macht die... Du kriegst toll. Zu Krieg, zu Kreisch. Na okay. Überall im Land sind silberne und goldene Statuen der Göttin verstreut. Dort speicherst du dein Spiel. Die goldenen Statuen frischen zusätzlich deine HP und MP auf. Oh, das ist ein cleverer alter Opa, du. Oh ja, das ist ein weiser Mann. Ein weiser Mann. So. Aber so viele alte Omas gibt's nicht. So. Pik, du wolltest Tiere machen. Ich kann nicht mit dem Hund sprechen. Verdammt. Komm her, Hund. Komm her. Oh, es wird Tag. Das ist nicht so schlimm, wir machen dann eh wieder Nacht. So. Aber ich wollte den Hund. Aber der Hund will ja nicht gesprochen werden. Vielleicht doch. Und du hast es nicht drauf. Kein Skill. Das kann auch sein. Willkommen. Oh, jetzt, ja. Ein Dolch oder ein Dolch? Welchen nehme ich? Wir nehmen einfach mal den Dolch. Wir haben jetzt schon gekauft, ne? Ja. Scheiße. Noch etwas? Abverkaufen, Ende, auf Wiedersehen. So, jetzt können wir uns mal das Menü angucken. Nein, das Menü und nicht das Ringmenü. Ja, das Menü. Guck, wir haben Tag, jetzt haben wir Vesio oder wie es heißt. Ja, und wenn jetzt Vesuvio oder ja, so. Ja, genau, wenn Tag Vesuvius hat jetzt Feuer mehr Kraft. Ja. Mhm. Wenn jetzt alles beide auf Feuer ist, zum Beispiel hast du echt übermäßige Feuerkraft. Weil du hast ja noch die Zeit. Ja, was machst du jetzt? Ja, mal ein bisschen rumgucken. Ach, da ist es. Waffe, ausrüsten. Ja, oh nein, Mann, was machst du? Ja, das machst du. Ah, ja, da. Faustkeil, auch mal hier auf die Übersetzungen bitte achten, mal hier ins Menü. Ja. Ja. Da müssen wir noch mal gucken, ob das auch passt. Ein Waffenrock. Nichts. Ob das so hinhaut? Ja, doch, bestimmt. Das werden wir dann mal bei der Wikipedia nachschlagen. Ja, das ich werde doch gleich die Klamotte verkaufen. Das mache ich mal on the fly gerade. Oh ja, das ist super, dass du das machst, damit das Spiel nicht weiter. Ach so, shit, ja. Sorry. Macht nix. Ich verkaufe einfach den billigen Faustkeil so.
ist nämlich das Blöde an dem Emulator hier. Da geht es von netzwerktechnisch ganz gut. Aber wenn man rausklickt, dann bleibt er einfach stehen, weil man kann nicht ausschalten, dass er dann weiter emulieren soll. Ja. Niemand will mir glauben, aber ich bin mir sicher, es gesehen zu haben. Ein seltsames Lichtflug über dem See. Vielleicht sehen wir es heute Nacht noch einmal. Ja, den hat man irgendwie schon mal. Der reist ziemlich schnell hin und her. Ja, das ist momentan eine Teleportation. Ja, vielleicht ist er selber einer von denen. Ja, ich kann mit dem Hund nicht sprechen, der ist blöd. Böse. Der ist auch eingesperrt, der arme Hund. Ja, ne? Der kommt nie wieder da raus. Ey, nee, wartet mal, hört mal genau hin. Ja, ja. Der bellt. Echt? Bellt er? Ja, der bellt. Ja, der bellt. Also ganz leise so. Also er agiert. Er agiert. Ja. So, dann mach mal Good Night. Ja, machen wir gleich. Mach erstmal mit dem Opa hier noch. Ach, der pennt. Tja. Schnapp dir die Waffen. Ja, eigentlich clever, ne? Das war bestimmt der blöde Dorfschmied. Das sind ja berühmte Schmiede, dass sie den ganzen Tag pennen. Also du wirst kaum glauben, einen Waffenrock gibt's wirklich. Und das sind die typischen Kreuzritter-Stoffgewänder. Sagt ihr das was? Von den Kreuzrittern, diese Stoffgewänder? Ja. Das ist ein Waffenrock. Dieses mit dem Kreuz auf der Brust sozusagen. Ja, ne? Aber nicht aus Metall halt, also die Stoffgewänder da. Ja, halt so ein normaler Einkaufstütenbeutel. Ja, so ungefähr. Also das sind Waffenröcke. Gut zu wissen. So, jetzt weiß man ja ganz genau, dass hier was getriggert wird, weil der hat nämlich nicht gefragt, wann er mich wecken soll. Und da passiert's. Das Licht. Was das ist das grüne Licht aus dem Intro. Wir werden bald erfahren, was dieses Licht bedeutet. Das irrt ja noch ein bisschen blöd rum. Ist auch relativ groß irgendwie. Ja, es irrt rum. Warum irrt es? Wir wissen es nicht. Entweder ist es verwirrt oder es ist ein UFO. Nein, es scheint kein... Es ist ein verwirrtes UFO. Genau. Will noch nicht aufstehen. Was? Dieses Licht ist weg. Wir schauen mal, was das Licht uns sagen wird. So, gute Nacht. Na. Okay, was hat dieses Licht nur zu bedeuten? Ob der alte Mann uns das sagen kann? Ja. Der alte Mann, der schläft wie immer. Und da schläft vielleicht würde er paralysiert von diesem Licht. Wer weiß. Wer weiß, wir werden es sehen. Oh, ich will es anfassen. Es lässt sich nicht anfassen von Peek. Warum? So, und was sagt ihr jetzt hier dazu? Der Legende nach erscheint eines Tages sein Licht und wir werden alle vernichtet. Das hört sich gut an, wo jetzt hier gerade ein Licht rumsurrt, ne? Also Peek, überleg dir nochmal, ob du es anfassen willst. Klingt verlockend. Hast du auch dieses Licht bemerkt? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Okay. Ob ich hier die anderen nochmal abklappern soll, die hier rumrennen? Mysteriöses Licht. Hey, war da nicht eine kleine Fee im Licht? Vielleicht ja nicht rum, eine kleine Kuh, Fee im Licht. Wir wissen es nicht. Das ist ja voll blöd. In dem Spiel wird gespoilert. Nein, sie hat gesagt vielleicht. Ist da. Das ist ja ganz logisch, dass da keine Fee drin ist in diesem Licht. Da ist es. Dieses kleine Feenlicht verschwindet hinterher, vor deinen Augen. Hinterher. Ich will es anfassen. Ja, genau. Ich möchte destroyed werden. Es ist weg, das Licht. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist nach links gewandert. Nach rechts meinst du? Nee, nach links. Nach rechts. Hoch und links. Hoch, na gut, okay, wir gucken mal nach hoch und links. Ich bin mir sicher, es ist nach links gelaufen. Na gut. Oder geflogen in dem Fall. Ja, kriegen erstmal die Pilzköpfe vom Kopf, ja? So. Es ist direkt an den Pilzköpfen vorbeigeflogen. Und nach unten. Oh, ein Poco-Puschel. Oh, da ist es tatsächlich. Weil ich es weiß. Oder auch nicht. Oh. Clever. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, genau. Nein, wir haben noch Zeit. Ja, noch ein Minütchen haben wir ja noch, ne? Ja, das Licht werden wir euch noch präsentieren. So, da werden wir uns mal beeilen. Was es zu bedeuten hat und ob es eine kleine Fee ist. Oder ein Außerirdischer. Oder Außerirdischer, ein UFO. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Und ob danach die ganze Welt zerstört ist. Vielleicht ist das Commander Keen. Ja, wir wissen es nicht. Aber sie wird langsamer. Oder es wird langsamer. Die Licht.
die das erlischt. Aber das ist toll. Und es ist eine Fee, wir wissen es. Sie ist K.O. gegangen in der ersten Runde. mich hat jetzt gerade ein bisschen verstört, dass dieses Licht, was da fliegt, einen Schatten hat. Ja, es ist ja merkwürdig, ne? Mm-hmm. Aber es ist bestimmt in der Sekunde dieser Schatten, weißt du? In der Sekunde, wo das Licht ausgeht, macht die kurzen Schatten. Ja, genau. Mhm. Richtig, richtig. So ist es. Hey, alles in Ordnung? Und ich würde sagen, ja. Ob alles in Ordnung ist, ganz genau. Ja. Also, ja, wir werden dann mal sehen, was die Fee hier uns zu sagen hat, wenn sie noch was zu sagen hat. Oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es sehen. Genau. Also, macht's gut. Bis dahin und tschaußen. Auf Wiedersehen. Tschüss.